So, hallo und willkommen zu einer Folge Minecraft Abolo hier auf meinem Kanal, yo mai. Und wir sitzen hier gerade in meinem Business-Raum, wie man es hier kennt. Apropos Business-Raum, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie wisst, was ich hier noch machen soll oder so. Oder soll ich irgendwie mal Flo auf so ein Business-Gespräch oder so einigen oder so und soll irgendwie herbringen oder so. Jeder hat hier nämlich jetzt so einen Briefkasten, wie gesagt, so. Und hier ist immer noch so ein Business-Raum. Ich weiß, ich muss unbedingt demnächst einen einstellen. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wen ich hier einstellen soll, unbedingt einfach in die Kommentare schreiben. Und ich habe gerade irgendwie Damage genommen, warum auch immer. Und genau, vorige Folge haben wir nämlich, Dings hier, warte, geht das? Vorige Folge haben wir nämlich Dings hier, haben wir, hier gibt's immer noch kein Dings, nämlich die Schnitzfabrik gebaut. Und ja, also nicht gebaut, sondern ich habe es ja gezeigt. Und sie funktioniert nicht wirklich immer noch nicht wirklich richtig. Ich muss es erstmal resetten hier. Das heißt, das Wasser hier wieder reingeben. Jo, mei. So, hier resetten. Und das Minecart muss ich zerstören. Und wenn ich nach oben gehe. Warte mal. Es ist gerade durch einen Dropper hier durchgedroppt. Okay, das heißt, Minecart hier wieder nach oben geben. Nämlich ist hier das eine Dingsfabrik. Eine Schnitzelfabrik. Beziehungsweise wird Schnitzel praktisch gemacht. Und, also ich finde es richtig cool. Jetzt gibt man das so hin. Oh, oh. So, nicht wegfahren, nicht wegfahren, nicht wegfahren. So, jetzt, ein Schnitzel. Ich gehe mal das hier rein. Das geht jetzt in den Hopper rein. Und, warte mal, ich müsste das jetzt auch noch resetten. So, und, so. Ist das jetzt auch wieder resettet? Das heißt, jetzt sollte eigentlich alles wieder funktionieren. Wenn ich jetzt, hier jetzt auf die Chest drauf drücke. Oh nein, ich muss doch auf resetten, so. Jetzt muss ich auf die Chest draufdrücken. Jetzt geht das hier lang. Dann kommt das Wasser. Das Wasser trägt das ganz langsam wieder nach vorne irgendwie. So. Hoffentlich. Ja, genau, jetzt. Jetzt hat es da vorne. Jetzt geht das hier weiter. Und es geht ganz langsam hier lang. Nachher geht, geht das Schnitzel hier runter. Schnitzel wird irgendwie gebraten noch. Und hier kommt die Chest. Wenn man die Chest aufmacht, und jetzt fahrt wieder zurück, kommt ein Schnitzel. Und, ja, wie gesagt, hier, es kann man so oft machen, wie man will. Haben wir ja unendlich Schnitzel, jo mei. Also, eigentlich muss man hier nur Steak reinlegen und dann kommen Schnitzel. Ja, soviel zu dem. Genau, dann wollte ich jetzt noch einen Fehler zeigen. Und hier ist eben noch kein Dings. Warum auch immer hier eine Etage ist. Nämlich habe ich ein paar neue Fehler hier rausgesucht. Von euch. Und, ja, wie gesagt, hier ist noch das richtig coole von Cactus Painter. Wo ich im Porsche sitze. Genau, ein neues ist nämlich hier. Von Creepy-33, zumindest heißt der Typ hier auf Discord. Und genau, er hat ja nämlich Gold hier gemalt, richtig cool. Vor allem mit so einem Dings hier, wie man in die alten Filme das sieht. Und was steht hier? Ein Erkunder. Genau, so, das ist Goldie hier. Und ich sag so, Goldie? Ja, Goldie rennt hier irgendwie weg. Ich weiß nicht, Goldie? Hallo? Goldie? Ich weiß nicht, Goldie ist gleich auch... Vielleicht, glaubt ihr Leute? Goldie ist ja gerade auf einem riesen, riesen Dings hier. Auf so eine riesen Erkundungstour und bringt mir irgendwas mit, glaubt ihr das, Leute? Oder irgendwie Goldie hat das irgendwie auf Tobs oder Flo seine Goldsachen oder so abgesehen, weiß ich nicht. Das ist mal hier das softige Schnitzel, oh mein. Da habe ich auch hier noch einen Fanart. Ich von Woolpixel hier. Nämlich hat er hat die auch schon hier mal gezeichnet, nämlich hier das coole Fanart. Einfach richtig cool. Ich meine, das ist, glaube ich, das einer der besten nach dem hier, nach dem Porsche Fanart. Und genau, das ist nämlich hier. Ein Fanart gezeichnet, wo Flo Tobs irgendwie mit dem Messer. Ne, warte mal. Wo Flo irgendwie mit dem Messer auf Tobs anstechen will. Und Tobs irgendwie. Weil Flo und Tobs, wir kriegen sich mit Tobs stinkt und so weiter. Und ich und Izzy halten hier Tobs zurück. Jo, mein, die steht da noch an Apollo. Genau. Wer es hier noch nicht weiß, nämlich, hier werden vier Namen. Also vier Leute von euch werden hier namentlich genannt und gegrüßt. Ihr müsst einfach hier auf meinen Instagram-Account, just30-official, einfach ein Bild senden, wie ihr meinen Merch hier erhält. Oder ein Bild von meinem Merch hier, wie ihr den auspackt oder so. Und dann wird das Bild hier eingefügt und ihr werdet namentlich gegrüßt und benannt. Einfach just30-official hier. Jo, mei. So, wo wollen wir hin? Genau, ich gehe mal hier 5. Etage, glaube ich das. Genau so. Nice, ich wollte hier auch noch zeigen. Ich habe nämlich ausgebaut. Nämlich habe ich hier, hier so ein bisschen Dings hier gebaut. Und, ja, also ein bisschen hier ausgebaut. Hier, dass wir hier unten auch noch was haben. Und ich finde die Treppe einfach mega cool. Ich könnt, ehrlich gesagt, ich könnte nichts sagen dagegen. Alright, so. Und so. Nämlich habe ich hier einen Dings gefarmt, Clay.
Nämlich halt hier richtig viel Clay gefarmt, Jobai. Für die Clay. Leute, es passiert Ende des Videos, ja. Also seid doch gespannt. Ich mache nämlich was richtig Cooles. Es wird wieder ein Troll oder ein Prank, wie man heutzutage sagt. Also wie gesagt, einfach hier dranbleiben. Und genau, wenn es euch weiß, Jasl30.shop, yo mei, für den saftigen Merch. Wie im Hintergrund, Jasl30.shop für saftigen Franzl-Merch. Wie ich sagt, Federmäppchen, Tassen und so weiter. Und ein paar Leute haben mich schon gefragt, wann kommt euer Merch, wann kommt der Polo-Merch, wann kommt das Merch, wann kommt das Merch, wann kommt die Merch, wann kommt dein Merch. Ihr gesagt, es, macht euch gefasst. Demnächst kommen neue Merch. Ich will nicht zu viel verraten, aber 25 dasselbe, Leute. Unbedingt dranbleiben hier. Polo, jedes Video schon, dann erhält ihr Infos. Und genau, Flo hat nämlich auch geschrieben, letzte Folge, zweimal Trupp Schlingt soll ich hier aufhängen. Und hier ist auch mein Zauberstab. Nämlich hat er mir $400 hier bezahlt, dass ich, oh, weil ich finde die Etage ist richtig cool auch, dass wir eine extra Etage haben. Richtig cool. Und, genau, ich habe hier Trupp Schlingt mit drei Trupp Schlingt T-Shirts aufgehängt. Jo, mei. Und hier, Top Stink Summer Design, also für die 400 Euro. Das hat sich echt hier gelohnt. Genau. Ich wollte heute noch ein bisschen meinen gehen. Und, wollte was Cooles hier sprechen. Und ich weiß nicht, was mit Dings los ist. Ich muss unbedingt das Haus da vorne irgendwie weiterbauen. Genau. So, jetzt gehe ich jetzt erstmal hier runter und mein bisschen. Nämlich wollte ich sprechen über meinen Geburtstag. Jo, mei. Ich habe ja gestern Geburtstag gehabt, das Video kommt am 13. raus. Und heute hat Flo Geburtstag, ja. Also, wie gesagt, wenn ihr, Ola, was ist das hier? Ein Clown? Hallo? Ola, was bist du? Oh, was ist das für ein komisches Geräusch? Okay. Hat es gedroppt? Nee. Irgend so ein Clown. Genau, wir haben ja jetzt Lemonke wieder, gell? Aber wir haben wenig Pfeile. Ich wollte sagen, nämlich hat heute Flo Geburtstag, jo, mei. Also, wer es nicht weiß, Flo hat Geburtstag, ihr könnt auch zu Flo rübergehen und, wie gesagt, Happy Birthday schreiben. Und richtig viele mit der vorigen Apollo-Folge Happy Birthday zu mir geschrieben. Richtig nice hier. Alright. Ich wollte mich heute, so wie Flo auch gesagt hat in meinem Livestream, er hat nämlich da Saphire oder so in seinem Livestream gedingst. Was ist das hier? Amethyst. Ich will auch hier, am Saphire finden. Weil, er hat gesagt, Höhe 11 oder so sind die Saphire nur. Also bin ich hier schon relativ richtig. Da ist hier so. Und warte mal, wo sind Flo's und Chunks? Okay, hier kann ich farmen in die Richtung. Weil, nicht, dass ich zu Flo meine. Hier sind wieder Diamanten. Jo, mei, so. Ich sehe gleich in Lava falle. So, Leute, sind richtig viele, gell? Warum nicht forschen? Also Glück hier. Okay, ich dachte kurz, ich kann hier nichts abbauen, weil hier irgendwas ist, aber hier ist ja nichts. So, nice. Und, jetzt muss ich noch irgendwie... Genau, das brät ja direkt, gell? Also ich kann Eisen abbauen, das laggt hier gerade ein bisschen, oder? Kannst du das hier gerade ein bisschen laggt? So, das brät ich mich direkt. Jetzt müssen wir irgendwie Saphire... Leute, ich weiß nicht, wie Saphire irgendwie aussehen. Aber könnt mal in die Kommentare schreiben, falls ich irgendeinen übersehe. Genau, so. Bam, bam, bam. Oh nein. Wo sind hier? Saphire, Höhe 11. Das heißt, hier, zwei runter. Und dann sollte ich eigentlich nur meinen straight hier, so. Was packt hier ein bisschen? Nicht, dass ich zu Tops hier rüber denkst. Ne, Tops ist sehr weit weg. Tops ist sehr weit weg. Genau, nämlich wollte ich über Geburtstag reden. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren mal schreiben, wann ihr hier so Geburtstag habt. Und was ist das für ein Erz? Also das Ding ist Erz, gell? Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wann ihr hier so Geburtstag habt. Und, ja, genau, so. Ich bin jetzt auch schon wirklich in Weihnachtsstimmung. Weil Weihnachten ist ja, wann ist Weihnachten? Weihnachten ist genau in, nicht 23 Tage. Genau, in 11 Tagen, denke ich. Ich weiß nicht, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ich würde zu Weihnachten ein bisschen was Süßes, ein Weihnachtsbaum wünsche ich mir natürlich. Genau. Oh, hier ist eine Mine. So. Ist hier irgendwas? Oh nein, hier sind komische Dings. Oh nein. Oh, die Hälfte der Zombies. Nein, ich muss die Zombies killen. Oh nein, die dürfen nicht hier reinfallen. Ich brauche eigentlich noch 50 Zombies, muss ich eigentlich killen. Und eigentlich kann ich die Zombies gleich abschießen. Und es leckt gerade extrem. Lag. Oh nein. Wo sind Zombies? Oh nein, ich hab das Server gleich abschmiert. So, okay, jetzt geht's wieder. Aber auch immer es gerade gelaggt hat. Wahrscheinlich hat Trupps schon irgendwas wieder angestellt. Was ist das? Ich denke, das ist Jade, oder? Jade, die Mari, Dadi. Ich glaube, ihr habt gesagt im Livestream, dass Jade richtig gut ist. Weiß ich nicht. Genau. Höhe 11. Oh, Saphire sind extrem selten. Weil ihr habt gesagt, lass Flo wenigstens Saphire, wo ich bei ihm eingebrochen bin. Warum laggt es hier so? Oh, ich bin gerade wieder abgelevelt in Mining. So. Weil Saphire sind... oh, hier sind Diamanten. Saphire sind extrem Dings hier. Extrem selten. Weiß nicht, was kann man aus Saphire machen? Sapphire, Junge.
Saphire. Was kann man aus denen machen? LOL! Warte mal, die Rüstung ist OP. Die Rüstung ist OP. Speed Enhancer, was auch immer das ist. Ein Bogen. Was, wie viel macht der Bogen? 15 Attack Damage. Saphirschwert 12, LOL. Das ist definitiv schneller. Okay, Saphire sind extrem gut. Und die Spitzhacke ist auch extrem gut. LOL, okay, die Rüstung ist nochmal stärker. LOL, was ist das hier? Pure Rainstone. LOL, okay, die Saphire ist halt mega OP. Was macht das hier? Oh mein Gott, Massive Increased Jump. LOL, man kann mit dem richtig hoch springen. Und immun gegen Fall Damage. Das ist gut. Das ist echt gut. Okay, Höhe 11, glaube ich, hat Flo gesagt, oder? Sollte eigentlich stimmen. So. So, ich finde gleich Saphire, yo mei. Und ich glaube, ich uplevel gerade oben, oder? Keine Ahnung, was das rechts oben ist. Ich kenne mich bitte auch relativ wenig aus. Mein. Ich bin schon Level 4 hier. Yo mei. Alright. Hier ist wieder das Ohr. Weißt du, was kann man mit dem Ohr alles machen? Der Wizard Handbook. Das kann ich mir mal machen hier, ein Handbook. Mit einem Buch und einfach so ein Dings. Hier ist mal mit. Erz sieht irgendwie interessant aus. So, Eis ist auch immer wichtig. Ich habe jetzt die Spitzhacke, weil die alte Spitzhacke habe ich Dings hier weggegeben in meinem Chest. Nämlich habe ich hier, warte mal, so, habe ich hier die Spitzhacke brät es mich instant. Das heißt, wenn ich ihr Eisen abbaue, weil ihr seht wahrscheinlich gerade nichts, dann kriege ich instant das Eisen Ingot, also das Eisenbarren hier. So, alright. Ich weiß nicht, ist irgendwer, oder ist irgendein Vater oder Verwandter von euch, mein Freund von euch, irgendwie Schmied? Wenn wir schon von Eisen sprechen. Ich kann mir vorstellen, Schmied ist ja relativ, weiß ich, ist Schmied ein harter Job? Was ist das hier? Komisches Gestein. Wir sind einfach eine neue Ebene, oder sind wir in der Wüste? Ne, sind wir nicht. Also, weil Schmied, ich hab mal einen Kant, der Schmied ist, und der geht irgendwie, sie hat auch, was richtig Dings ist, das richtig anstrengend ist auch. Alright, aber Schmied ist auch ein alter Job. So, so. Genau. Ich will jetzt endlich hier Saphire finden. Sapphires, I want to find the Sapphires. Genau. Und ich wollte auch sagen, wenn wir schon bei Weihnachten sind, Silvester. Oh, hier ist noch ein Dings, ja. Nämlich zu war hier Torbs? Ich denke, hier war Torben, da Torben. Ich denke schon. Nämlich zu Silvester. Ich weiß nicht, ich finde dir Silvester irgendwie cool. Ich feiere das einfach mega, die Feuerwerke. Doch, Tatsache, ich war Tobs, oder? Oh, ich sehe die komischen Dings. Oh nein, Blazes. Ganz gar nicht gut. Schnell. Oh. Gib mir die Steak, so. Ich sehe ziemlich komische Blazes. Oh nein, das ist ganz gar nicht gut. Schnell weg. Okay, was auch immer das ist. Ich glaube, hier war ich eh. Nein, die sinken komischer. Nicht sterben. Nein. Oh nein. Schnell einbauen. Okay, Leute, alles ist gut. Alles ist gut eigentlich. Oh mein Gott, ich habe ein Herz. Okay, irgendein Nee, warte mal, mein Dings hier. Oh nein. Nicht die Fackel. So, nicht, dass ich gleich in die Lava fliege. Ich glaube, sie sind alle verbrennt, wenn ich mich nicht täusche. So. Oh nein, was ist das für ein Skelett? Hallo? Oh, das ist ein komisches Skelett, gell? So. Alright. Aber was bist du? Hier war gerade irgendwo ein Typ. Hallo? Corrupted Traveler. Warnbook. Oh nein, hier sind die ganzen Zombies wieder. Ich muss halt die ganzen Sounds lauter stellen. Wo stirbt der Zombie? Hier ist der Typ. Nein, böse. Ah, ich kann den killen. Ich wollte gerade nicht killen. Was haben wir da? Abenteurer. Was ist Abenteurer? Habe ich gerade irgendeine neue Quest abgeschlossen? Abenteurer. Hier, Abenteurer. Lol. Jetzt wird ein Summoner. Okay. Es gibt richtig. Wollen wir claim? Habe ich schon claimed? Ja. Nice. Es gibt richtig viele neue Quests. Alt, finde ein antikes Weltentor. Was auch immer ein antikes Weltentor ist. Weltreise. Finde ein Schneebiom. Okay, ein Schneebiom. Level up. Schalte eine neue Fähigkeit von einem Horst hier frei. Eine neue Fähigkeit. Okay. Weiß ich, was Dings hier noch hat. Richte ein Netherportal und betrete die Unterwelt. Ich kann gleich Obsidian noch farmen. Ich hätte 15 Goblins. Okay. Alright. 15 Goblins. Sammle, stille Schreierei. Sammle 4 Rummerheads, Hide, ein Desert Shell, ein Moonstone und 2 Sticks. Okay, was auch immer das macht hier. Was gibt's denn noch? Level Up, schalte neu, okay. Haben wir wieder Geld hier freigeschaltet? Wo ist meine Dings? Hier ist meine Wallet. Ich habe hier gar nicht so viel. Wir haben Nummer 95. Ich kann gleich die Jesse auch machen mit Sword Dings. Dann kommen Obsidian Sword, Long, okay. Plus 0,5 Reach Dings. Was hier noch?
Und dann, wo ist mein Dings da? So, jetzt erstmal wieder hochgehen. Hallo, hallo, hallo. Ich denke, er ist jetzt weg, gell? Er ist tot. So. Ist hier irgendwas? Ist Jade? Warum unbedingt Saphir? Ich weiß nicht, fährt hier ein Livestream? Da könnte ich vielleicht demnächst was Livestream machen, wo ich Saphire hier suche. Wir sind anscheinend richtig OP. So, und ich bin gerade irgendwie wieder ein Level up geworden, aber diesmal, was ist das für ein Vieh? Was ist das? Hallo? Was ist das für Goblins? Oh nein, die sind böse, ist mir aufgefallen. Sind safe böse, oder? Die machen komische Geräusche, also alles, was komische Geräusche macht, ist böse. Aber ich kann es abschießen dadurch. Was bist du? Okay, das macht gar nicht. Bist du ein Frosch? Im Leben ist das ein Frosch, oder? Oh, ich bin gerade Level up wieder. Stirb doch endlich! Ist down, okay. War aber safe noch ein Vieh, oder? Hier ist noch ein Vieh. Oh nein. Schnell bauen, einbauen, einbauen. Okay, so. Warum macht die so viel Schaden? So. Nice, ist down. Ein Bogen macht nämlich richtig viel Damage. Was sind das für Viecher hier? Keine Ahnung. Alright. Hier ist auch so ein Erz. Und so. Ist hier vorne. Nee, ist wieder nicht so Dings. Was ist das? Oh Leute, ich kann die Dings. Leute, ist ein Stern. Was ist das? Hä? Hallo? Vielleicht irgendwas bekommen. Projektil Damage. Oh nein. Damage. Leute, die sind Schattenmagier. Irgendein Magier, die sind Frosch. Hallo Frosch. Leute, der süße Frosch ist. Sorry, Frosch, wollte ich nicht. Sorry, Frosch. Hier ist unten ist wieder Dings. Ich kann es eigentlich machen, weil ich muss auch 50 Dings machen. Right? 50 Dings. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder hoch. Und dann sehen wir uns, ja, ich gehe jetzt mal hoch, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, nämlich bin ich hier gerade von der Mini hochgegangen. Und, ja, hier ist nämlich Flo sein Kopf, ja. Flo hat schon 21 Tode, ich schau kurz, wie viel Dings hat, Flo hat 99 Chunks, warte mal. Ist bei irgendwer beim Flo eingebrochen, kann das sein? Flo hat mit 99 Chunks, alles klar. Oder hat irgendwer ja irgendwas entclaimed? Ich glaube 76? Mann, 79, ich kann auch 3 Chunks claimen, oder? Okay, ich kann auch 3 Chunks claimen. Das heißt, ich kann noch 3 Chunks claimen. Ja, ich schreibe es noch auf. Ja, das heißt, 3 Chunks kann ich noch claimen. Und, oh nein, ich habe gerade irgendwas geändert. Cancel. Oh nein, jetzt ist es Dings. Egal, auf jeden Fall, wie gesagt, Dings hier. Ich mache jetzt erstmal, weil ich habe nämlich vor, dass ich Flo seine Haare einfach, Flo einfach zu einem Carlos Flo mache. Also, wenn ich weiß, wer ein Carlos Flo ist, also, dann schreibe ich hier hin. Guten Tag. Guten Tag, Carlos Flo 44. Ich kann gleich so machen, kann ich das abbauen? Kann ich so machen? Guten Tag, Carlos Flo 44. Nämlich ist richtig cool. Ich hoffe, mein netter Troll und ich hoffe, dir gefällt mein netter Troll, Julian. So. Nämlich, wenn ihr schon seht, Carlos Flo, das ist ein alter Insider von Flo und mir, nämlich, wenn ich hier, warte mal, so, jetzt habe ich ein paar Blöcke und mit den Blöcken will ich jetzt einfach so ein Dings hier machen, so ein, wie nennt man das, ich weiß nicht, wie man den Kopf nennt, ihr wisst schon, was ich meine, so ein Kopf, so ein Kopfdings, was die Mexikaner hier haben, also so ein Hut. Und da mache ich noch so ein Schnurrbart, den mache ich auf jeden Fall richtig cool. So, ich brauche jetzt erstmal den Kopf und den, also den Hut und den Schnurrbart und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt fertig und es ist richtig cool geworden. Ich sehe jetzt schon ein bisschen vielleicht aus dem Hintergrund. So, wenn ich jetzt so mache, ein bisschen Hintergrund. Der Mexikaner ist einfach mega gut geworden. Okay, seid ihr ready? 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Leute, wie cool! Vor allem der Ding sieht der Schnurrbart, ist einfach richtig cool geworden. Ich habe jetzt einfach noch Dings hier reingenommen. Wie heißt das? Wolle hier. Schnurrbart. Und ja, ich habe hier rundherum überall so ein Dings. Solche Teile, dass hier solche Teile runterhängen. Ich habe Senorita. Nee, nicht Senorita. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie so ein Dings hier heißt. Wie so ein Hut hier so heißt. Und ja, wie gesagt, dann würde ich jetzt auch sagen, das war's hier für die Folge. Jo, mei, aber ich finde den Hut einfach mega cool. Ich habe doch geschrieben, guten Tag, Carlos 244. Ich hoffe, dir gefällt mein netter Troll. Nachher so, Julian.
Jo, mei. Und ich weiß nicht, warum hier Schilder sind. Und hier ist auch die Statue von, so, von Dings hier, warum auch immer. Und hier sind Dings von Izzy. Und, genau. Auf jeden Fall, dann will ich jetzt auch sagen, das war's hier für die Folge hier. Und, ich habe hier noch, zu Dings, ich wollte noch schauen, ob hier irgendwer was in meinen Briefkasten, okay, ja, keine Ahnung, was in meinen Briefkasten, gelegt. Jo, mei. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch Dings hier, solche Vending Machines. Das ist 20 Euro für, man, ich könnte echt machen, ja, okay, 20 Euro, weil es gerundet ist in dem Spiel. Und, wie gesagt, 20 Euro, ist ein Dings hier. 20 Euro ist ein, genau, ich muss ja 3 Chunks, muss ich auch claimen, gell? 20 Euro ist ein T-Shirt. Wie gesagt, der ist 30 Pro Job hier, wie er gerade eingeblendet, für saftigen, Merch hier, jo, mei. So, alright. Hier sind noch die ganzen Fanarts. Wie gesagt, einfach Jonas 3 Pro Job. Jonas 3 Pro Job. Wie gesagt, Jonas 3, 3. Ich weiß nicht immer noch, was für ein Dings ist. Kann ich den killen? Ich hab gesagt, das ist ein Schattenmagier. Aber macht nicht viel Damage, gell? Kann ich ihn killen? Warum stirbt er nicht? Ich hab gesagt, das ist irgendwie von irgendeinem Gott oder so. Oh nein, ich sterbe gerade. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, wo ist er? Hier draußen ist er. Will mal schnell essen. Hier ist er. Kann ich mich durchschlagen? Ja, kann mich durchschlagen. Oh nein, jetzt habe ich Wither. Wither ist ganz gar nicht gut. Kann er zaubern? Ich denke schon, oder? Oh oh. Ich kann das so machen. Ein Schild, gell? Was ist mit dem? Was ist von wo kommt der? Und irgendwer sagt irgendwas, irgendwer von Flo ist das. Ich glaube nicht, dass Flo ist ein Dings. Aber wie viel Leben hat der bitte? Ich würde es auch sagen, bevor der mich auch noch killt, ohne. Okay, kommt schon nicht. Und ich brauche Wolle. Oh oh. Ist der nicht noch stirb hier? Oder ist manchmal wie heißt das? Unzerstörbar, würde ich schon sagen. Undingsbar. Unhittbar. Kann ich manchmal nicht hitten. Schnell ran. Oh nein. Tür geht zu. Oh mein Gott. Okay, so. Okay, jetzt sind wir sicher. Würde ich sagen, lasst ein Like und ein Bla für mehr und aktiviert die Glocke und schreibt nur in die Kommentare, was ich in der nächsten Folge machen soll. Und hier steht der einfach da draußen. Und, ja. Und was ich hier noch bauen soll beim Turm und generell hier in Apollo, was ich noch bauen soll, eure Ideen werden mir immer zur Hilfe. Jo, Mai und hier hängen einfach Dings, Floß und Dings. So. Ja, wie gesagt, das da, Abo und Like da und aktiviert die Glocke, schaut Jonas 30. Job ab für saftige Franz Designs wieder vorne abgebildet. Jo, Mai, Jonas 30. Job. Und ja, aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar, was ich hier noch verbessern soll. Und dann würde ich sagen, ciao!